Die Reise zum nächsten geheimnisvollen Ort führt uns nach Indien, in die Hauptstadt der Drachenkämpfer. Im Januar feiern die Inder das Ende des Winters mit einem Drachenfest und schicken Millionen der bunten Papierflieger auf einmal in den Luftkampf. Es gilt jeder gegen jeden und alle haben nur ein Ziel, möglichst viele andere Drachen im Flug abschneiden. Dabei helfen Flugtechnik und messerscharfe Drachenschnüre. Now I got the power. Der Luftkampf bringt viel Ruhm und Ehre oder blutige Finger. Wir haben die Drachenkämpfer in ihrer inoffiziellen Hauptstadt besucht. Ahmedabad in Nordindien. Fast jeder der 4 Millionen Einwohner ist drachenverrückt. Hi Leute, ich bin Yash Dishani und heute zeige ich euch, wie man mit den Drachen kämpft. Der 19-jährige Yash ist Student. Er gilt als bester Drachenkämpfer des Stadtviertels. Morgen will er seinen eigenen Rekord von 20 abgeschnittenen Drachen übertreffen. Deshalb besucht er den größten Drachenmarkt. Denn neben überlegener Flugtechnik braucht er auch das beste Material. In den ersten Januarwochen verwandeln sich ganze Straßenzüge in improvisierte Drachenfabriken. Viele Anwohner machen ihr Erdgeschoss zu Verkaufsbuden für die bunten Flugobjekte. Sie alle wollen an dem Hype mitverdienen. Binnen weniger Tage werden rund 60 Millionen Euro mit Drachen und Zubehör umgesetzt. Die meisten Drachen überstehen nur wenige Flüge. Yash will sich beim Händler seines Vertrauens noch frisches Fluggerät besorgen. Die bunten Papierdrachen heißen auf Indisch Patan. Sie sehen harmlos aus, sind aber sehr effektiv im Luftkampf. Ich achte auf das Papier und ein gutes Grundgerüst. Leichte Bambusstäbe und sehr dünnes Papier sind am besten, wenn man auch in großer Entfernung schnell und kontrolliert fliegen will. Jetzt braucht Yash noch die passende Schnur. Und die gibt es ein paar Ecken weiter in einem Hinterhof. Hier hat sich ein berühmter Schnurmacher aus der Nachbarprovinz niedergelassen, um sein Geschäft des Jahres zu machen. Denn ohne spezielle Schnur sind die Patangs nur zahnlose Tiger. Damit die Leine messerscharf wird, bestreichen Arbeiter sie mit einer hausgemachten Paste. Fein pulverisierte Glassplitter werden mit Reispaste vermengt. Dazu kommt pinkes Farbpigment und Seifenschleim. Er hat für mich besonders viel Glaspulver reingemischt, um die Schnur noch stärker zu machen. Damit werden die anderen es kaum schaffen, meinen Drachen abzuschneiden. Nur erfahrene Schnurmacher dürfen die Splitterpaste auf die Leinen auftragen. Erst wenn sie trocken ist, wird sie gefährlich scharf. Kunden wie Yash achten ganz genau darauf, dass ihre Schnur gleichmäßig von allen Seiten beschichtet ist. 200 Meter der besten Qualität kosten 4 Euro. Maschinell gefertigte Schnüre aus China sind billiger, aber im Luftkampf deutlich unterlegen. Now I got the power. Obwohl das große Fest erst morgen beginnt, tanzen am Himmel schon die ersten Drachen. Auch Hemil kann es kaum abwarten. Der 14-Jährige kommt mittags aus der Schule und hält Ausschau nach Gegnern. In seiner Klasse hat er den Ruf des besten Drachenfliegers und den will er unbedingt verteidigen. Hemils Familie wohnt, ganz typisch, in einem Haus mit Dachterrasse. Ein ideeller Startplatz für Hemils Drachen. Doch der Weg nach oben führt nur an seiner Mutter vorbei. Mama, ich will Drachen fliegen. Nein, erst wird gegessen. Aber jetzt sind 3 Tage Ferien. Da sind alle auf dem Dach. Nein, später kannst du hoch. Widerstand ist zwecklos. Noch macht Mutter die Regeln. Immerhin eine kleine Ausnahme. Hemil darf uns noch vor dem Essen seine Kampfdrachensammlung zeigen. Den hier mag ich besonders, weil er besonders gut in der Luft liegt und schön bunt ist. Mit ihm habe ich schon viele andere Drachen vom Himmel geholt. Einen Stock tiefer in der Küche gibt sich die Mutter versöhnlich. Hemil hat immer nur Drachen im Kopf. Aber ich bin auch stolz darauf, dass er in der Nachbarschaft beliebt ist, weil er es so gut kann.
Während der Drachenfestwoche gibt es spezielle Gerichte in der Provinz Gujarat, die für ihre Genussfreude in ganz Indien berühmt ist. Am späten Nachmittag zieht es immer mehr Leute mit ihren Drachen auf die Dächer. Eine Art öffentliches Aufwärmtraining für den morgigen Großkampftag. Auch Hemil will heute noch üben und hofft auf Tipps von einem ganz besonderen Nachbarn. Der 60-jährige Arvind ist eine lebende Drachenkämpferlegende. Er zeigt Hemil, wie man das Fluggerät am besten aufzäumt. Für perfekte Balance müssen die Schnüre an den richtigen Punkten fixiert werden. Davon hängt ab, wie gut sich der Drachen später steuern lässt. Seht ihr die Balance? Das nennen wir Kaman. Gar nicht so einfach, aber Hemil ist mit mehr Konzentration dabei als bei jeder Hausaufgabe. Das ist gut für Jung und Alt. Wir trainieren die Augen und man lernt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Wie man taktisch fliegt und wann man den Gegner am besten mit dem Drachen angreift. Dann endlich raus aufs Dach zum praktischen Teil. Am Vorabend des Drachenfestes testen viele Inder schon mal ihr Können. Einzige Regel: jeder fordert jeden heraus. Von Dachterrasse zu Dachterrasse. Sobald zwei Drachen sich nahe kommen, beginnt der Kampf. Beide versuchen, die Schnur des Gegners zu treffen. Dabei kommt es auf Timing, Wind und kleinste Steuerbewegungen an. Wer den besseren Winkel erwischt und mit höherem Tempo die gegnerische Leine trifft, gewinnt. Schaut, ich habe den Gelben erwischt. Dass die scharfen Schnüre ihren Tribut fordern, nehmen die Drachenkämpfer in Kauf. Handschuhe würden das Fluggefühl nur stören. Meine Finger sind mir egal. Hauptsache, ich hab Spaß. Knappe 200 Meter Luftlinie von Hemils Dach liegt das Dach von Yash. Auch er macht mit seinen neuen Drachen Flugübungen im Sonnenuntergang. Ob man damit in Indien auch die Mädchen beeindrucken kann? Naja, es kommt drauf an. Die meisten indischen Mädchen stehen nicht so auf Drachen. Sie sind eher schüchtern und bleiben lieber im Schatten. Außer meiner Schwester natürlich. Yashs ältere Schwester Urvashi ist eine der wenigen weiblichen Drachenkämpferinnen. Ich fliege lieber selbst. Urvashi gibt beim Drachenkampf alles. Für sie Abwechslung nach der Arbeit und Sport. Auf Dauer ist es auch echt anstrengend. Vor allem, wenn kein Wind geht, aber du trotzdem fliegen willst. Dann musst du es immer wieder versuchen. Das ist echt wie Workout. Urvashi und Yash fliegen, bis es dunkel wird. Morgen steigt das Drachenfest und dann wollen beide so viele Patangs wie möglich vom Himmel holen. Doch die Party beginnt schon in der Nacht. Alle, die keine Zeit zum Drachenshopping hatten, ziehen jetzt los, um sich die letzten Flugobjekte zu sichern. Tausende machen den Schlussverkauf zum Volksfest. Und das ohne einen Tropfen Alkohol. Denn der ist in der ganzen Provinz verboten. Auch Yash und Urvashi sind auf der Suche nach den letzten Schnäppchen. Wir haben ein gutes Geschäft gemacht. Das hier ist total verrückt. All diese Leute drehen komplett durch beim Drachenkauf. Erst gegen 3 Uhr früh schließen die Stände. Dann bleiben den Menschen nur noch wenige Stunden Schlaf, bevor sie zum Luftkampf auf die Dächer müssen. Der nächste Morgen beginnt für Urvashi mit einer flotten Fahrt durch die Stadt. Ihr erster Stopp: ein kleines Restaurant, in dem es die traditionelle Süßigkeit zum Drachenfest gibt. Die Jalebi. Erst werden die Weizenmehlkringel schön im Fett frittiert, dann in Zuckersirup getränkt. Süßer geht's kaum. Jalebi gehören zum Drachenfest dazu, wie bei uns die Weihnachtsgans zur Bescherung. Urvashis nächstes Ziel dient der eigenen Verkehrssicherheit. Über der ganzen Stadt segeln abgeschnittene Drachen vom Himmel.
Ihre gekappten Schnüre werden zur Falle für alle Zweiradfahrer. Die Schnüre landen auf der Straße, verletzen die Menschen. Und wenn du Pech hast, können sie dir sogar den Hals abschneiden. Dagegen hilft nur eins: diese Schutzbügel. Während des Drachenfestes verkaufen Tagelöhner die Drahtbügel für 50 Cent pro Stück, Montage inklusive. Eine Investition, die Leben rettet. Doch trotz Bügel gibt es jedes Jahr mehrere Verletzte durch Drachenschnüre. Noch riskanter ist der Festtag für die Vögel. Sie werden von den Drachen aufgescheucht und geraten dann in die messerscharfen Schnüre. Eine Vogelrettungsstation kümmert sich um die Opfer. Im Minutentakt treffen verletzte Tauben, Greifvögel und Krähen ein. Überall in der Stadt lesen freiwillige Helfer die Vögel auf und bringen sie per Moped zur Notaufnahme. Die Studentin Momani ist jedes Jahr im Einsatz. Hier haben wir einen Vogel aus der Innenstadt, verletzter Flügel durch Drachenschnur. Aber zum Glück können wir ihm gleich in der Notaufnahme helfen. Über 5000 Einsätze haben die Vogelretter bei jedem Drachenfest. Momani bringt einen Greifvogel. Sie erwischt es besonders oft, weil sie versuchen, die Drachen aus ihrem Revier zu verjagen. Finanziert wird die Vogelrettung durch Spendengelder von wohlhabenden indischen Tierfreunden. Die Vogelretter haben wenig Verständnis für das Drachenfest. Ich finde nicht, dass man so ein Fest feiern sollte. Nein, deshalb würde ich nie selbst Drachen steigen lassen. Gegen Mittag sind die Straßen von Ahmedabad so ruhig wie an keinem anderen Tag des Jahres. Dafür herrscht jetzt Hochbetrieb auf allen Dachterrassen. Der 14. Januar ist Feiertag in der Provinz Gujarat. Traditionell beginnen die Menschen ihn hier mit Drachenkampf. Hemil ist schon am frühen Nachmittag in Partystimmung, denn er hat sein Tagesziel erreicht und 15 fremde Drachen vom Himmel geholt. Dafür gibt es zwar keinen Preis, aber es wird sich in der Nachbarschaft schnell herumsprechen. Heute war ein super Tag. Ich habe mehr Drachen als letztes Jahr erwischt. Und das, obwohl der Wind gar nicht so gut war. Auf dem Dach von Yash und Urvashi ist das Drachenfest mit Freunden und Familie in vollem Gange. Lasst uns Party machen und die Drachen steigen. Der Himmel sieht so aus, als würde es Konfetti regnen. Aber die bunten Punkte sind Tausende von Drachen. Mein persönliches Ziel ist, dass ich mindestens 20 Drachen vom Himmel hole. Mal sehen, ich fühle mich echt gut in Form, Mann. Jetzt hängt alles davon ab, wie der Wind sich dreht und wie aufmerksam Yash bleibt. Keine leichte Herausforderung bei der allgemeinen Partystimmung. Yeah! Im Drachenkampf gibt es keine offiziellen Urkunden, aber der Erfolg bringt Anerkennung von den Nachbardächern. Für die Bewirtung sorgt Urvashis Mutter. Den ganzen Tag überbringt sie die traditionellen Snacks unter ihre Gäste. Yash ist immer noch voll auf das Gefecht konzentriert, aber nach fast 2 Stunden ist sein Glück vorbei. Seinen eigenen Rekord kann er diesmal nicht mehr brechen. Der Wind war zu schwach und kam aus der falschen Richtung. Eigentlich lief es ganz gut. Und ich habe 10 Drachen abgeschnitten. Aber mehr ist heute wohl nicht drin. Aber ein indischer Drachenkämpfer lässt sich nicht die Stimmung verderben. Noch schnell ein Foto mit der Schwester. Und dann geht das Drachenfest seinem romantischen Ende entgegen. Es war super. Fantastisch, Mann. Ich hatte echt viel Spaß. Hunderttausende Lampions ersetzen nun die Patangs am Himmel. Aber die Drachen werden genau in einem Jahr zurück sein.